Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und Kiki und wir freuen uns sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge und zwar zur dritten Folge unserer Reihe Wenn ein neuer Hund einzieht. Wir freuen uns sehr, dass dir die Reihe so gut gefällt oder dass die Reihe so gut bei euch ankommt und wir gleich zu Beginn die Basics euch mit an die Hand geben können, damit wir als Mensch-Hund-Team enger zusammenwachsen und direkt zu Beginn eure Bindung erstmal aufbauen, um damit einfach eine sichere und souveräne Grundlage für das weitere Zusammenleben auch zu schaffen und darüber hinaus auch eine Grundlage für ein erfolgreiches Training zu legen. Und falls du neu hier bist und erst vor kurzem hier gelandet bist und noch tiefer in das Thema ein neuer Hund zieht einsteigen willst und was es da alles zu beachten gibt, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Dann hört ihr einfach gerne die ersten beiden Folgen zu dieser vierteiligen Reihe an. Und zwar ist das die Nummer 143, auch schon, das ist echt krass. Wie finde ich den richtigen Hund für mich? Und 144, was muss ich vor dem Hundekauf beachten? Und in der heutigen Folge geht es darum, worauf du achten solltest, wenn du dich dazu entscheidest, einen Welpen zu adoptieren und in dein Leben zu lassen. Also heute steigen wir wirklich ganz konkret nur in das Welpenthema ein, weil das so viele nachgefragt haben und auch, weil gerade ja auch einfach die Zeit für Welpen gekommen ist. Also schnapp dir hier gerne wieder einen Zettel und einen Stift, mach dir gerne Notizen oder drück zwischendurch auch gerne mal auf Pause, um dir was aufzuschreiben oder was nachwirken zu lassen. Oder hör später gerne nochmal in die Folge rein, weil wir viele Informationen bereit haben. Nur das als Vorab-Info schon mal für dich. Und ansonsten lehne ich gerne zurück. Hör gespannt zu und ich würde sagen, wir starten. Und zwar meinte ich ja gerade schon, Frühjahrszeit ist Welpenzeit. Also im Moment finden ganz viele Welpen wieder so ihr neues Zuhause. Das liegt daran, dass die Hündin in der Regel eher im Frühjahr und im Herbst immer läufig werden und kurz darauf, also eine Hündin ist ja in der Regel 63 Tage tragend, kommen dann halt die Welpen und dann kurz darauf kommen die Welpen in ein neues Zuhause. Und gerade beginnt diese Phase, deswegen dachten wir, steigen wir hier zeitlich einmal ein, um euch da bestmöglich zu unterstützen. Und natürlich ist es so, dass wir Welpen alle unfassbar süß finden und jeder es, glaube ich, liebt, so einen kleinen süßen Schnuckel auf dem Arm zu haben. Tatsächlich ich hatte damals ja schlimm mit Migräne zu kämpfen und ich wusste, wenn ich meine Gedanken auf ein gutes Gefühl konzentriere, dann konnte ich für ein paar Sekunden diesen Schmerz, das war echt ein schlimmer Schmerz, der da in meinem Kopf war oder in meinem ganzen Körper irgendwann war, ausblenden. Und ich habe ganz oft an Welpen tatsächlich gedacht, an so einen Haufen Welpen. Und die Welpen waren dafür verantwortlich in meinem Kopf, dass der Kopfschmerz für ein paar Sekunden ausgeblendet war. Also wir lieben sie alle. Mhm. Welpen haben einen riesigen Impact auf uns. Aber es ist natürlich auch wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, für welchen Welpen man sich entscheidet. Ob es jetzt ein reinrassiger Hund sein soll oder ein Mischling oder ein Hund aus dem Tierschutz oder aus dem Tierheim. Da haben wir jetzt auch intensiv schon bereits in den ersten Folgen dieser Reihe ausführlich drüber gesprochen, wo es so darum ging, welcher Hund passt vom Prinzip her am besten zu mir, auch welche Rasse und von der Herkunft her. Und dann geht es natürlich jetzt darum, wo soll der Welpe herkommen? Lieber vom Züchter, aus dem Tierschutzverein oder gucke ich irgendwie bei Anzeigen im Internet oder von Hobbyzüchtern oder auf Plattformen nach wie Deine Tierwelt oder eBay Kleinanzeigen. Da gibt es ja sämtliche Möglichkeiten, wie man da irgendwie an seinen Welpen geraten kann. Also da ist, glaube ich, fast schon das Angebot von Welpen kaum überschaubar und da wollen wir euch jetzt ein bisschen helfen, euch da durchzuwurschteln und den Überblick zu schaffen. Es gibt also diverse Möglichkeiten, einen Welpen zu adoptieren, was in erster Linie immer, wenn der Welpe von einem Züchter kommen sollte, angesteuert werden sollte, ist die Seite des VDH, also dem Verband für das deutsche Hundewesen. Das ist auf jeden Fall ein sicheres Indiz dafür, für einen guten Züchter, der, also eine Ausnahme bestätigt die Regel natürlich, aber es ist auf jeden Fall erstmal ein gutes Indiz, denn der Züchter ist dann vom VDH geprüft und muss auch bestimmte Richtlinien erfüllen und kannst dir da sicher sein, dass es
ja, ich möchte nicht sagen, dass es ein gesunder Welpe ist, weil die Sicherheit kann man definitiv auch nicht bei einem Züchter geben. Da haben wir... So ist es. Das will ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall, dass zumindest alles mit rechten Dingen zugeht. Und du kannst dir sicher sein, dass es sich da nicht um Wühltischwelpen handelt, was in dieser Folge noch öfters einmal Thema wird, was so Wühltischwelpen sind und warum man die nicht, keinen Wühltischwelpen adoptieren sollte. Dann gibt es natürlich verschiedene... Genau, du landest dann von dem VDH auf der Seite des Züchters und kannst dich da dann erstmal mit dem Züchter auseinandersetzen und dir einen Eindruck der Hunde verschaffen und der Philosophie. Ganz häufig schreiben die Züchter dann halt, was ihre Philosophie auch ist, und kannst dir die Bilder von Würfen schon mal angucken oder von anderen Hunden und so weiter. Dann gibt es auch diverse Facebook-Gruppen zu bestimmten Rassen, wo ja auch bestimmte Züchter sich halt drin tummeln. Gespräche mit Freunden oder Bekannten, die einen Züchter kennen, auch darüber kannst du Kontakt herstellen. Es muss ja auch nicht immer ein Züchter sein oder ein Hobbyzüchter. Es kann natürlich auch gerne ein Welpe aus dem Tierschutzverein, also aus dem Auslandstierschutz oder aus Tierheim zu sich geholt werden. Auch die werden zum Teil auf Internetseiten oder Facebook-Gruppen ausgeschrieben, auch auf Instagram-Seiten mittlerweile. Die Tierschutzorganisation, die Tierhilfe Korfu, die ist auch sehr aktiv auf Instagram, und da sind schon viele Hunde, haben darüber ein Zuhause gefunden, sind übrigens auch auf Facebook vertreten. Also das ist relativ üblich. Da würde ich auch immer mal wieder vorbeigucken, weil man da halt auch mal so Erfahrungsberichte, wie die Menschen im Tierheim mit den Tieren arbeiten und so lesen kann. Genau. Genau. Und lasst uns jetzt mal einsteigen, ein bisschen mehr in das Thema Züchter. Nehmen wir mal an, du möchtest einen Welpen von einem Züchter kaufen. Dann können wir dir wirklich empfehlen, achte darauf, dass du das Muttertier siehst. Besuch den Züchter auch nicht nur einmal, wenn du den Welpen abholst, sondern besuche gerne zuerst die Mama-Hündin und dann gerne noch ein- bis zweimal, wenn die Welpen dann auch auf der Welt sind und du auch einfach so eine Connection zu dem Hund herstellen kannst. Denn aus Erfahrung kann ich wirklich sagen, ich habe es so gemacht, dass ich meistens den Hund erst beim dritten oder vierten Mal, als ich den besucht habe, mit nach Hause genommen habe. Denn beim Hundekauf geht es ja auch um Vertrauen. Und da solltest du wirklich schauen, fühlst du dich wohl? Haben du und der Züchter einfach dieselben Werte? Wie Kiki auch schon gesagt hat, man geht ja schon vorher auf die Internetseite und liest schon so ein bisschen die Philosophie. Resoniert das einfach mit dir? Und vor Ort kannst du dann einfach nochmal schauen, passt das wirklich? Wie behandelt der Züchter die Welpen? Was haben die Welpen vielleicht schon kennengelernt? Schau dir auch die Mutterhündin an. Stell Fragen über die Hündin, stell Fragen über die Welpen, über den Wurf. Zeig auch einfach Interesse. Und gute Züchter, die wollen eben ja natürlich auch wissen, wohin ihr Welpe zieht oder wo er einziehen darf und ob der Welpe auch zu deinem derzeitigen Leben passt. Und deshalb sollte auch der Züchter natürlich an dir als Mensch interessiert sein. Er verkauft ja schließlich sein Hundebaby und muss sich da natürlich auch ein Bild über dich und dein Leben machen können. Und man sollte, ich finde, sollte einfach auf beiden Seiten ein harmonisches Gefühl einfach da sein. Und auch der Züchter soll natürlich wissen, dass der Welpe bei dir gut aufgehoben ist, dass es ihm bei dir gut geht und dass du all für seine Bedürfnisse sorgst. Und es ist jetzt mir auch schon ein paar Mal zu Ohren gekommen, dass viele Züchter den Welpen gar nicht selber, dass du den Welpen gar nicht selber raussuchen kannst, sondern dass der Züchter den Welpe raussucht. Ich finde das immer schöner, wenn das so ein beiderseitiges Aussuchen ist. Du musst ja auch gucken, harmonierst du mit diesem Hund? Und deshalb sprich da auch einfach gerne mit dem Züchter. Du kannst ihn ja fragen, welcher Welpe er für dich in Frage käme, aber dann schau auch, ob der Welpe wirklich mit dir in Resonanz geht und also, welcher Welpe einfach in deine Familie passt. Ein guter Züchter sollte auf jeden Fall auch, natürlich entscheidet er zum Schluss oder hat er letztendlich das letzte Wort, aber ein guter Züchter sollte auf jeden Fall darauf achten, dass du dich auch mit deinem Welpen wohlfühlst, ne? Dass du da Mitspracherecht hast. Sollte er dir einfach den hier geben und sagen, entweder den oder gar keinen, wäre ich auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig. Ja, genau, das wollte ich damit sagen. Ja, das dachte ich mir schon. Das war mir nämlich, das nochmal zusammenzufassen, um jetzt hier irgendwie keine Angst zu machen oder so.
Was jetzt aber noch so gesundheitliche Themen bei so Welpe und Hündin angeht, also schau dir da die Welpen auch genau an, ob sie gesund aussehen, sehen sie eher abgemagert oder aufgebläht aus oder ist das, also eigentlich haben Welpen echt so ein ganz flauschiges Fell auch und wenn das da jetzt schon so stumpf ist, könnte das vielleicht auf mangelndes Futter oder auf mangelnde Nährstoffversorgung vielleicht hinweisen. Je nachdem, zu welcher Zeit du die Welpen besuchst, sind sie vielleicht aktiv oder liegen sie schlafend oder vielleicht so apathisch in der Ecke, so im schlimmsten Fall. Ich würde auch nach der Geburt mich erkundigen, wie der Gesundheitszustand der Mutterhündin ist und der Welpen. Tatsächlich habe ich das immer als allererstes nachgefragt, wie es der Mutterhündin geht, weil das ja ist natürlich auch immer irgendwie ein wichtiges Indiz. Wenn es der Mutterhündin nicht gut geht, dann kann es den Welpen erstmal nicht gut gehen, außer dass sie... Also weil sie natürlich schlechter versorgt werden, außer man füttert von außen zu und so weiter. Deswegen ist das immer super wichtig. In der Regel werden Welpen auch entwurmt, bevor sie abgegeben werden. Also fragt hier gerne beim Züchter immer nach, wann so das letzte Mal war und weil ihr das nächste Mal entwurmen solltet. Ich würde auch vielleicht auch, ich nur ganz kurz, bei Samu war das nämlich so, der hat die Wurmkur nicht vertragen und das habe ich dann auch mit der Züchterin abgesprochen, um einfach beim nächsten Mal nochmal entweder anders vorzugehen oder zu einem anderen Zeitpunkt zu entwurmen. Ja, also gerne auch da nochmal nachhaken, wie die Hunde das auch vertragen haben. Ja, auch der Umgang der Halter mit ihren Hunden, also der Züchter mit ihren Zuchthunden, kann immer gut beobachtet werden, wie liebevoll gehen sie miteinander um, was für ein Vertrauensverhältnis haben die, wie gut hat der Hund halt gelernt, mit dem Menschen zusammenzuleben. Auch das kann natürlich ein Indiz sein, wie weit die Welpen da halt irgendwie, also nicht schon sind, aber die kriegen ja einiges von ihrer Mutter trotzdem schon mit. Wie geht der Züchter mit den Welpen auch um? Herrscht ein liebevolles Verhalten? Kommunikation auf Augenhöhe, in Anführungsstrichen? Sind Züchter und Tiere miteinander vertraut einfach? Oder ist der Züchter eher gestresst und spricht sehr streng mit den Hunden? Oder sind die Hunde vielleicht nur draußen oder in einem Schuppen oder sowas? Da muss man sehr vorsichtig sein, denn auch hier gibt es Regeln, die eingehalten werden müssen, sage ich mal. Wir haben das damals so gemacht, oder der Ablauf bei mir, wir hatten eigentlich geplant, bevor Leni spontan in mein Leben trat, hatten wir uns ja eigentlich für einen Labby-Welpen entschieden, der im Januar zu uns kommen sollte. Und da war der Ablauf so, dass wir uns im Sommer irgendwann letzten Jahres, hatten wir uns eine Zucht ausgesucht und die haben wir dann besucht und kennengelernt, damit die uns kennengelernt haben. Und der Ablauf war dann so, dass wir uns erstmal für eine der Zuchthündinnen entscheiden sollten. Und dann, wann die Zuchthündin das nächste Mal läufig wäre, wurde sie dann halt versucht, gedeckt, also dass sie gedeckt wird und dann erst, wenn das wirklich geklappt hat und da Welpen draus entstehen konnten und erst dann, als sie geboren wurden, den ganzen Prozess haben wir quasi mitbegleitet, da durften wir vorher eine Präferenz abgeben, ob wir lieber eine Hündin oder einen Rüden gehabt hätten und dann hätten wir erst den Hund vor Ort besuchen können. Soweit kam es dann natürlich bei uns nicht mehr, also die Babys waren schon geboren, aber dann kam ja Leni und wir haben uns natürlich gegen den Welpen entschieden, aber so weit im Voraus haben wir mit der Zucht gesprochen und die Zucht schon kennengelernt und das war mir persönlich auch ganz wichtig, weil gerade jetzt zu Zeiten von Corona, wo viele im Homeoffice sind, kommt dann vielleicht, und damit möchte ich jetzt keinem zu nahe treten, aber ich kriege es in meinem Umfeld gerade intensiv mit, kommt dann doch nochmal der Gedanke, ach, jetzt hätte ich ja gerade die Zeit, jetzt könnte es vielleicht doch mit dem Hund klappen. Mega geil, wenn das eh schon ein lang überlegter Gedanke ist, der gut ausgereift ist, dass man jetzt die Chance auch greift und vielleicht den passenden Hund findet. Aber was ich einfach mir wichtig ist zu sagen, dass man jetzt nicht denkt, okay, diese Chance ist jetzt einmal da und dann kommt sie nie wieder oder so. Und deshalb sich für einen Hund entscheidet, der vielleicht nicht zu 100% passt. Also verlasst euch da unbedingt auf euer Bauchgefühl. Fühlt da rein, passt es jetzt gerade oder ist es dem Zeitdruck oder der aktuellen Lage so ein bisschen geschuldet? Also wenn du weißt, was ich meine. Das ist mir nur wichtig dazu zu sagen und dass ich persönlich finde es besser, ein bisschen länger auf den richtigen Hund zu warten, wenn man sich wirklich auf eine Zucht so eingeschossen hat, halt zu gucken, wo ist jetzt gerade noch ein Welpe frei, Hauptsache er ist weiß oder rot oder braun und den nehme ich dann, ohne ihn einmal gesehen zu haben, weil das ist gerade was, weil ja auch einfach Besuche nicht so gut stattfinden können oder zum Teil ja, wegen Corona einfach nicht so erlaubt sind, ist einfach gerade natürlich eine Sache, die häufiger passiert und da seid einfach ein bisschen vorsichtig. Genau. Ich habe tatsächlich verschiedene Erfahrungen gemacht beim Züchter. Was ich grundlegend sagen kann, ist es echt eine
Gefühlssache bei mir gewesen. Ich habe wirklich auch geschaut, bin ich mit dem Züchter auf einer Wellenlänge? Kann ich mich mit ihm unterhalten? Haben wir dieselben Werte? Besteht gegenseitiges Interesse? Und bei Samu hatte ich wirklich den Jackpot. Über den Wurf habe ich tatsächlich über eine Bekannte erfahren. Das war ganz witzig. Ich war nämlich in einer Facebook-Gruppe für weiße Schäferhunde und habe da eine kennengelernt. Die kam aus Österreich und die hat einen wundervollen Hund. Merlin heißt der. Und wir kamen dann ins Gespräch und sie hat eine Reise durch Deutschland gemacht und hat gesagt, komm, ich komme bei dir vorbei, dann lernen wir uns mal persönlich kennen. Und so kam der Kontakt zustande und ich wollte eigentlich mit Finn züchten, das ging aber nicht, weil Finn ein Kryptochit ist, also er hatte nur einen Hoden und das ist einfach weiter vererbbar und das möchte ich einfach nicht. Ich möchte keine kranken Hunde auf die Welt bringen, wenn ich das weiß. Und deshalb habe ich gesagt, mit Finn geht das nicht, aber ich hätte irgendwie gern, meine Eltern, die wünschen sich einen weiteren Hund und das stand halt dann so im Raum. Und dann habe ich Merlin kennengelernt und Sabine, sie hieß Sabine oder heißt Sabine. Und ich war hin und weg, der Hund ist einfach der absolute Hammer. Der ist in der Rettungshundestaffel in Österreich und der ist... hatte so einen geilen Charakter. Ich habe gesagt, boah, wenn dein Merlin mal Kinder kriegt oder Kinder macht, dann hätte ich davon gerne einen. Und tatsächlich ein halbes Jahr später war es soweit, hat sie mich angerufen und hat gesagt, oh mein Gott, wir haben eine Hündin gefunden in Freiburg. Und Freiburg ist nicht weit von uns entfernt. Und dann sind wir dorthin gefahren und haben erstmal Samus Mama kennengelernt, die Abby. Da war Abby schwanger und ich habe eben Angelika, die Züchterin, kennengelernt und es hat halt einfach gepasst. Und für mich war es schön zu sehen, ich habe die Mama-Hündin kennengelernt, ich habe den Papa kennengelernt, ich kannte beide Seiten und das war einfach perfekt. Mhm. Bei Finn war es tatsächlich ein bisschen anders, da bin ich ins Internet gegangen, habe nach einem Wurf gesucht, bin dann auf der Seite von Finny gelandet, die ich im Nachhinein nicht weiterempfehlen kann, denn Finn wuchs in einer Hütte im Garten auf, kannte das Leben einfach zu Hause nicht. Der war bis dato einfach nie in einem Raum zu Hause. Der kannte keinen Staubsauger und nix. Musste ihm alles beigebracht werden. Er war auch einfach vom Gemüt her ein bisschen unsicherer und nicht so aufgeschlossen und neugierig wie Samu. Und hätte ich es damals besser gewusst, hätte ich mich wahrscheinlich nicht dafür entschieden. Aber wie es so war, man hat sich halt dann in diesen Hund verliebt. Und es sind dann auch ein paar Sachen vorgefallen, wie Finn war eben, hatte eben nur einen Hoden und so weiter. Und ich bin trotzdem dankbar, dass ich ihn an meiner Seite habe, auf jeden Fall. Aber das waren halt so meine Erfahrungen. Und ich bin unglaublich froh, auch so eine positive Erfahrung gemacht zu haben wie mit Samus Züchterin. Mit der sind wir heute noch in Kontakt und treffen uns immer zu bestimmten Welpentreffen. Das ist irgendwie so eine schöne Community dann halt. Und so lernt man halt auch irgendwie aus seinen Erfahrungen. Aber wenn man halt auch einfach mal so die finanziellen Aspekte so betrachtet, was im Umkehrschluss Finn an Arztbesuchen, Tierheilpraktikern, OPs, Tierkliniken und so weiter schon gekostet hat, einfach weil er aus einer schlechten Zucht kommt. Oder vielleicht wäre er auch woanders irgendwie krank gewesen, man weiß es ja irgendwie nicht. Aber mit Sicherheit sind es nicht die besten Umstände gewesen, in die er geboren wurde. Und da sind wir nämlich halt auch beim Preis des Welpen. So, was sollte denn ein Welpe ungefähr kosten? Also wenn du dich wohlfühlst, wenn dir der Züchter sympathisch ist, die Hunde gesund aussehen und dass diese Grundlage alles schon mal geschaffen ist, dann geht es natürlich einen Schritt weiter. Und zwar eben in den Kauf, in diesen Verkaufsprozess, nenne ich jetzt. Das hört sich irgendwie so sachlich an, als ginge es um einen Gegenstand, aber ja, das muss natürlich auch beim Hundekauf abgewickelt werden. So. Oftmals muss man, wenn man sich dann für einen Welpen entscheidet hat, eine Anzahlung leisten, was auch, finde ich, vollkommen gerechtfertigt und okay ist. Ja. Meistens ist es wirklich nur eine Anzahlung. Meist kosten Welpen je nach Rasse zwischen 600 und, wobei das schon relativ wenig, glaube ich, ist, und 2.500 Euro, wobei das schon wieder zu viel ist, also so in der Range auf jeden Fall. Ich glaube, so 1.200 Euro ist auch schon so ein Wert, der ziemlich üblich ist mittlerweile. Habe ich für beide Hunde bezahlt, 1.200 Euro. Ja, ja. Der Preis meines Labi-Welten sollte zum Beispiel bei 2.200 Euro liegen. Das ist viel Geld, aber ich persönlich finde es gerechtfertigt, denn man muss ja auch den Deckrüden bezahlen und ich habe ja die Tierarztuntersuchung, Futter, Medikamente, Ausstattung für die Hündin, Welpen, Geburt, dann vielleicht auch einfach Miete, weil oder Eigentum, weil die Leute in einem größeren Haus wohnen und das war ein
riesiges Anwesen, wo wir waren, wo sehr viele Hunde lebten und auch ausgebildet wurden. Und letztendlich, wenn man das beruflich macht, müssen die Menschen ja auch noch davon leben und investieren ja auch ihre ganze Zeit, teilweise ja auch Nächte durchgehend, in diese Hunde und auch ihre ganze Liebe. Und da gebe ich von Herzen gern so viel Geld aus. Und ich habe mich halt bewusst für eine gesunde Zucht, also eine Zucht, wo ich mehrere Hunde auch schon von kennengelernt habe und sogar bei mir im Coaching auch schon hatte. Und das wäre es mir halt, ob ich jetzt 1.000 oder 2.000 Euro ausgebe, das wäre mir einfach egal gewesen. Weil wenn man es hinterher mal wieder hochrechnet, machen 1.000 Euro einfach für mich persönlich gar keinen Unterschied. Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, aber das hatte einfach was anderes, eine höhere Priorität für mich als der Preis. So. Unter 600 Euro sollte aber kein Welpe aus einer Zucht kosten. Da kannst du gerne stutzig werden, weil das deckt eigentlich ja nicht mal so die Kosten ab. Also die Kosten, die eigentlich entstehen müssten, wenn man den Hund mit allen Medikamenten und so Futter, gutem Futter und so weiter versorgt. Deswegen lieber mal gegenrechnen, den Geld für einen gesunden oder einen hoffentlich gesunden Hund zu investieren oder der zumindest die besten Voraussetzungen hat, statt wenig Geld für einen kranken Hund oder eben diese Wühltischwelpen. Worauf man bei der Zucht auch achten sollte, ist, dass die Züchter nicht mehr als mit zwei Rassen züchtet. Da, wo ich Nala damals hergeholt habe, ich meine, sie war ja eine Zuchthündin und sie kam ja mit 4 Jahren zu uns und aus der Zucht, die Leute hatten einfach 3 verschiedene Rassen da. Die hatten Labradore, Border Collies und Schäferhunde und das ist schon ganz merkwürdig. Krass. Das sollte nicht so sein. Alles andere ist einfach nicht handelbar, mehr als 2 Rassen. Ich persönlich finde es auch eigentlich besser, wenn es bei einer Rasse bleibt, aber natürlich gibt es auch seriöse Züchter, die 2 Rassen haben. Also da möchte ich jetzt irgendwie meine Meinung nicht vorwegnehmen, aber ich persönlich wäre mir passt es besser, wenn es eine Zucht ist. Einfach nur vom Gefühl her, sagen wir es so. Ne? Geht mir auch so. Mhm. Es sollte außerdem pro Hündin nur maximal 1 Wurf im Jahr sein. Also Hündin werden ja zweimal im Jahr läufig. Das heißt, das Maximale, was möglich ist, sind eigentlich 2 Würfe auch im Jahr. Damit sich die Hündin aber halt auch vollkommen regenerieren kann und auch erholen kann, ist es eigentlich nicht zumutbar, unserer Meinung nach, eine Hündin 2-mal im Jahr auch decken zu lassen. Das deutet dann, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das hin und wieder mal vorkommt. Vielleicht ist es, wenn man nicht perfekt aufpasst, auch manchmal irgendwie ungeplant so. Ich weiß es nicht, ich bin da nicht so tief drin, aber es sollte nicht der Regelfall sein, dass eine Hündin 2-mal jedes Jahr gedeckt wird. Das deutet dann eher auf Vermehrer hin, wo das Wohl der Hündin auch nicht so im Fokus steht. Häufig sieht man das auch an Hündinnen, die ein mega langes, hängendes Gesäuge haben zum Beispiel. Und das war so furchtbar damals. Ich erinnere mich jetzt gerade ganz spontan daran, als wir Nala abgeholt haben, haben die auch eine andere Zuchthündin abgegeben. Und Nala war ja super hübsch und genetisch von Veranlagung einfach perfekt. Aber die hatte einfach so viel Energie, dass sie die halt nicht halten konnten. Und die andere Hündin, die war einfach schon ausgeleiert. Und das war so eine furchtbare Zucht. Und da habe ich Nala dann natürlich nicht als Welpen, sondern als erwachsenen Hund rausgeholt. Aber das wäre eine Zucht gewesen, wo ich keinem die Welpen empfohlen hätte. Also ein Züchter sollte auch um das Wohl seiner Hündin, der erwachsenen Hündin, besorgt sein und setzt ihr diesen Stress quasi nicht aus von zu vielen Geburten. Ne? Das macht ja auch einfach was mit dem Körper und auch mit der Psyche letztendlich. Und da würde ich auf jeden Fall auch drauf achten. Genau. Ist die Entscheidung gefallen, dass du von diesem Wurf einen Welpen adoptieren möchtest, weil einfach alles harmonisch ist, dann sprich einfach auch gerne mit dem Züchter über den Charakter des Welpen. Lass dir einfach erzählen, welcher Hund der aktivste oder vielleicht der ruhigste ist. Besprich mit ihm die Wünsche, die du hattest. Also besprich gerne mit ihm den Traumhund, was so deine Vorstellungen waren. Wie wir es schon zu Anfang gesagt haben, sollte der Welpe natürlich auch zu dir passen. Deshalb solltet ihr den auch so sozusagen gemeinsam aussuchen. Schau dir alle Welpen genau an. Zu welchem Hund bekommst du eher einen Draht? Mit welchem Hund kannst du dich eher verbinden? Setz dich vielleicht auch mal kurz bewusst hin, schließ mal ganz kurz deine Augen und spür mal in dein Herz rein, zu welchem Hund stellt sich eine Verbindung her. Welcher Hund, welcher Welpe zieht dich magisch an und welcher passt dann auch vom Charakter her zu dir? Und kannst du dir vorstellen, diesem Welpen ein Zuhause zu schenken? Also siehst du ihn wirklich vor deinem inneren Auge, siehst du dich mit diesem Hund?
Und die Entscheidung, die muss letztendlich natürlich du treffen. Das können wir dir nicht abnehmen und das ist aber auch gut so. Wir können dir einfach nur mit diesen Fragen so ein bisschen das Gefühl beziehungsweise die Orientierung geben, damit du dich bei deiner Entscheidung einfach ein bisschen leichter tust und dich vielleicht auch ein bisschen sicherer fühlst. Mhm. Ansonsten, wenn man da so ein bisschen Zweifel hat, einfach weil es eine große Entscheidung ist, dann kann man sich ja auch immer noch, weil der Züchter ja auch Mitspracherecht hat, mit dem Züchter auseinandersetzen und fragen, denkst du, dass der Hund zu mir passt? Mhm. Und also letztendlich immer aufs Bauchgefühl natürlich hören, aber wenn das irgendwie so ein bisschen uneindeutig für einen selbst ist, rationale Gründe spielen ja manchmal irgendwie dann doch auch eine Rolle. Man kann sich auch einfach mit dem Züchter austauschen, welchen Eindruck er hat, was gut zusammenpasst. Sollte man sich unsicher sein. Genau. Zum Kaufvertrag und wie es läuft, wenn man seinen Welpen dann abholt. Also die Grundsachen sind geklärt. Fühlst du dich bei der Wahl des Züchters wohl? Hat alles einen guten Eindruck gemacht? Ist der Welpe gesund? Hast du vielleicht schon dich in einen Hund verliebt? Ist das alles geklärt? Dann kommen wir zum fast letzten Step, nämlich den Kaufvertrag. Lass dir bei der Abholung auf jeden Fall auch nochmal den Stammbaum zeigen oder beziehungsweise mitgeben, die tierärztlichen Untersuchungen, auch den EU-Heimtierausweis. Der ist zwingend erforderlich bei jedem Hund, egal woher, jeder Hund braucht einen EU-Heimtierausweis, beziehungsweise bevor Welpen abgegeben werden, müssen die ja geimpft worden sein. Und diese Impfungen werden dann halt in dem Impfpass, also in dem Heimtierausweis festgehalten. Auf jeden Fall eine Kopie von dem Kaufvertrag mitnehmen, das empfiehlt sich auch. Und worauf ihr auf jeden Fall achten solltet, ist die Hunde frühestens ab der 8. Woche abzuholen. Davor wäre viel zu früh, da solltet ihr definitiv stutzig werden, das ist nicht richtig. 8. Woche frühestens, einige sind jetzt auch schon zur 9. oder manchmal auch zur 10. Woche übergegangen. So zwischen der 8. und 10. Woche ist normal. Spätestens die 12. und 13. Woche würden wir euch empfehlen, um einfach auch noch die sozial sensible Phase mitzuerleben und auch für sich zu nutzen. Natürlich kann man einen Welpen, also ich meinte ja gerade, dass bei unserer Labradorzucht auch ein Ausbildungszentrum für Labradore hintersteht. Das heißt, man kann seinen Labi da länger lassen und der wird halt in der Zeit dann mit mehr Reizen konfrontiert. Also die nutzen die sozialsensible Phase für die Ausbildung des Tieres. Aber es geht natürlich auch darum, inwiefern findet der Hund schon Vertrauen zu dir als Bindungspartner in der Zeit. Ne? Und natürlich kannst du einen Hund auch mit 14 Wochen irgendwie zu dir nehmen oder so. Das ist jetzt nicht per se schlimm, aber im Optimalfall würden wir auf jeden Fall so empfehlen zwischen der 8. und 10. Woche. Ne? Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, einen Welpen aus dem Tierschutz oder aus dem Tierheim zu adoptieren oder wo vielleicht Würfe versehentlich entstanden sind oder Mischlingswürfe oder so. Das findet man ja auch mal irgendwie auf dem Hof oder wenn Halter mal unachtsam waren und versehentlich die Hunde auf dem Feld oder beim Spielen zusammengelassen haben und dann war es halt einfach geschehen. Solche Sachen passieren halt nur mal einfach und da gibt es natürlich auch Mischlingswürfe. Sucht da auf jeden Fall das Gespräch mit dem Menschen oder mit der Tierschutzorganisation oder der Tierheimleitung. Teilt ihnen eure Wünsche mit, eure Vorstellungen des Hundes mit. Hört da gerne auch nochmal in die Folge, wie finde ich den richtigen Hund für mich rein. Meist müsst ihr dann auch wie beim Züchter eben Fragen zu euren Lebensumständen beantworten und Tierschutz und Tierheim achten halt immer darauf, dass der Welpe in euer Leben passt, beziehungsweise sind tatsächlich die meisten Tierschutzorganisationen relativ streng, sodass es mittlerweile in Deutschland tatsächlich einfacher ist, einen Hund aus einer Zucht zu adoptieren, statt aus dem Tierschutz zumindest. Also da kann ich aus persönlichen Erfahrungen sprechen. Da ist es schon K.O.-Kriterium bei einigen Tierschutzorganisationen, wenn du keinen Garten hast. Auch wenn du halt irgendwie arbeiten gehst oder mehr als 4 Stunden arbeiten gehst und so weiter. Das sind alles K.O.-Kriterien für die Adoption von Tierheim- oder Tierschutzwelpen. Ja, also natürlich teilweise irgendwie gerechtfertigt, aber natürlich auch irgendwie schade für diejenigen, die gerne einfach wirklich einen Welpen hätten. Aber dann halt irgendwie nicht unbedingt einen Garten mit sich, also einen Welpen, aber gerne aus dem Tierschutz hätten und dann nicht unbedingt einen Garten. Und das ist natürlich ein bisschen schade. Ich glaube, da dürfen Tierschutzorganisationen ein bisschen aufgeschlossener sein, denn ein Welpe ist ein Welpe. Klar haben die vielleicht nochmal unterschiedliche Ansprüche, je nachdem, wo sie herkommen, aber jeder Hund hat das natürlich verdient. Und wenn sich ein Welpe aus einer Zucht wohlfühlt in einem Zuhause, wo es vielleicht nicht unbedingt einen Garten gibt, dann kann sich da per se
auch ein Welpe aus dem Tierschutz wohlfühlen. Mhm. Also nicht alle Welpen aus dem, was ich damit sagen möchte, nicht alle Welpen aus dem Tierschutz haben irgendwie krass schlimme Vergangenheiten oder kennen es nur irgendwie, nur draußen im Rasen zu sein. Oder selbst das wäre irrelevant, weil ein Welpe muss eh erstmal Stubenreinheit lernen. Und genau. Sie müssen es ja beide lernen, auch ein Welpe aus der Zucht in der Regel. Und das finde ich persönlich ein bisschen schade. Natürlich hat es seine Gründe, aber so viel einmal zu meinen Erfahrungen zu Welpen aus dem Tierschutz. Ja, ich glaube, da hat man vielleicht bessere Chancen im Tierheim als aus Tierschutzorganisationen tatsächlich. Aber auch hier die Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich mag das immer so ungern pauschalisieren, aber das ist, was ich persönlich ja auch miterlebt habe und was im Moment der Fall, so der Regelfall irgendwie ist. Genau. Genau, und wenn ihr einen Welpen aus dem Tierschutz adoptiert, dann dürft ihr den natürlich auch vorher erstmal kennenlernen und besuchen, denn meistens kommt der sowieso erst in Pflegefamilien und dort in der Pflegefamilie kann er dann vor Ort besucht werden und man kann sich gegenseitig annähern und man kann sich gegenseitig kennenlernen. Welpen, die dürfen, ich meine, ab der 20. Lebenswoche fliegen. Das hat auch mit den Impfungen und allem Möglichen drumherum zu tun. Das heißt, der Welpe kommt gar nicht als kleines 8-Wochen-Baby an, sondern ist einfach schon ein bisschen älter, ist durch diese sozial sensible Phase, über die wir gerade gesprochen haben, einfach schon ein bisschen eher durch. Ist aber jetzt auch kein K.O.-Kriterium. Das ist trotzdem noch, also das bedeutet nicht, dass dein Hund dann dadurch nichts mehr lernt oder nicht so schnell lernt. Das ist, Das können wir nicht bestätigen und das ist auch kein K.O.-Kriterium. Es kommt eben, wie gesagt, auf einfach die äußeren Rahmenbedingungen an. Wenn der Hund vielleicht noch im Ausland ist und noch nicht bei der Pflegefamilie ist, dann könnt ihr euch auch einfach schon mal Bilder schicken lassen oder Videos schicken lassen. Ich weiß nicht, wie das umsetzbar ist, aber das stelle ich mir jetzt halt einfach vor. Doch, das ist der Regelfall, auch Videos. Super. Ja, und sprecht einfach mit der Leitung, mit der Leitung, die das Tierheim, den Tierschutzverein führt, quetscht die über euren Welpen aus, über sein Wesen, über seinen Charakter. Und wenn Kiki auch schon gerade gesagt hat, das ist der Regelfall, dann ist es total schön, wenn ihr Bilder und Videos bekommt. Fragt nach dem gesundheitlichen Befinden. Also ihr könnt da genauso vorgehen, wie wenn ihr einen Hund jetzt vom Züchter holt. Das ist ein und dasselbe. Geht da auch in euch, fragt euch, ob ihr mit den Werten der Tierschutzorganisation oder des Tierheims, ob ihr euch damit identifizieren könnt, mit der Tierheimsleitung, wie sieht die Organisation aus, des Tierheims, des Tierschutzes, ist es den Umständen entsprechend hygienisch, sehen die Hunde entsprechend gepflegt aus und wie ist der Umgangston miteinander, also alles dieses Wesentliche, worauf es uns einfach ja ankommt. Kann ich damit resonieren, ja oder nein, egal ob es ein Zuchthund ist, aus dem Tierheim oder aus dem Tierschutz, was sagt dir dein Gefühl, fühlst du dich wohl dabei, kommst du mit den Menschen klar, kannst du denen vertrauen, wie gesagt, Adoption ist eine Vertrauenssache und da macht es keinen Unterschied, ob eben Zuchthund, Tierheimhund oder Tierschutzhund. Ich glaube, gerade wenn man Hunde blind adoptiert, weil man sie einfach vor Ort nicht besuchen konnte, wenn sie jetzt aus dem Auslandstierschutz kommen oder so, ist es noch mal wichtiger, auf sein Bauchgefühl zu hören und seine Intuition da zu befragen. Und darum sollte man sich wirklich sicher sein, weil letztendlich Welpen verändern sich auch noch mal so sehr. Auch erwachsene Hunde können sich so krass verändern. Wenn ich mal Leni vergleiche und ist jetzt 5 Monate hier in Deutschland, ein halbes Jahr zurückrechne, wie sie da war, als sie noch mit mir auf Korfu gelebt hat, da sind Welten dazwischen. Welpen waren auch dazwischen, ja. Deswegen, so ein bisschen blind ist es immer, egal welchen Hund man adoptiert, weil man sich nie zu 100% irgendwie kennenlernt. Und deswegen glaube ich, wenn man den Hund halt einfach aus dem Tierschutz adoptiert, ohne ihn gesehen zu haben, manchmal lässt es sich tatsächlich einfach nicht umgehen, das so zu machen, also sich so zu entscheiden, blind, dann ganz tief in sein Bauchgefühl reinhören. Dann muss es wirklich stimmen. Ja. Und wenn ihr aus dem Tierheim adoptiert, dann fragt auch, woher der Hund stammt. Gerade wenn er ins Tierheim in Deutschland abgegeben wurde und nicht irgendwie jetzt wirklich ausgesetzt wurde, dann erfährt man ja noch einiges zu der Hintergrundgeschichte. Es sei dann dahingestellt, wie ehrlich diese Geschichte ist, aus welchem Grund der Hund abgegeben wurde und was davon alles so stimmt und was nicht, weil man möchte sich natürlich als Halter auch irgendwie nicht so die Blöße geben, die ehrliche Story dahinter irgendwie zu erzählen. Aber ich würde zumindest einmal nachfragen, denn es gibt immer noch ehrliche Menschen, die aus der Not heraus vielleicht ihren Hund abgeben mussten und da kann man schon einiges draus für sich
herleiten oder einige Informationen für sich mitnehmen. Lasst euch auch zeigen, ob der Hund auf länderspezifische Krankheiten getestet wurde, gerade bei Tierschutzhunden, die aus dem Ausland kommen, aus den Mittelmeergebieten. Wenn ihr den Hund in Deutschland habt, lasst unbedingt auf Mittelmeerkrankheiten testen. Guckt unbedingt, ob der Hund Herzwimmer hat, guckt unbedingt, ob der Hund Leishmaniose hat und so weiter. Das ist super wichtig, ganz viele Leute wissen das nicht und wundern sich dann hinterher, wenn die Leishmaniose ausgebrochen ist. Aber Herzwimmer lassen sich, gerade bei jungen Hunden, können Herzwimmer noch nicht so weit entwickelt sein, lassen sich also noch ziemlich gut behandeln. Wir sind ja selber gerade in der Herzwurmtherapie mit Leni. Ich wollte gerade sagen, da kannst du ein Lied von singen. Ja, und das ist, es war weder bei uns jetzt persönlich, es gibt natürlich verschiedene Stadien und verschiedenen Grad, wie groß die Herzwimmer sind und wo im Körper die Herzwimmer bereits angesiedelt sind und so. Aber es war bisher weder ein großer finanzieller Aufwand für uns, noch die Behandlung war jetzt irgendwie umfangreich oder teuer oder hat Leni jetzt krass belastet oder so. Das ist alles machbar. Man steht im ersten Moment wirklich da wie ein Ochse vom Berg und hat einfach unheimlich Angst davor, aber es ist auf jeden Fall alles handelbar, aber bitte testet es unbedingt, weil irgendwann kann es halt zu spät sein, spätestens wenn der Hund plötzlich anfängt, krass zu husten oder so, wenn er aus dem Ausland kommt, sollte euch das zu denken geben, dann geht so schnell wie möglich zum Tierarzt. Also das würde ich als allererstes, wenn der Hund aus dem Auslandstierschutz kommt, abklären lassen, falls er nicht schon getestet wurde. Also bei uns war es so, dass die halt teilweise getestet wurden, bevor, also eigentlich die Kapazitäten fehlen natürlich, den Tierheimen auch einfach, das zu bezahlen bei den Tierärzten. Das heißt, pauschal werden gar nicht alle Hunde getestet, aber ich hatte halt die Wahl, weil es ja vor Ort schon feststand, dass ich Leni mit nach Hause nehme, dass ich das testen konnte und da war der Befall halt positiv und ich musste es noch zweimal oder habe mich entschieden, das noch zweimal nachtesten zu lassen in Deutschland, weil die Ergebnisse einfach nicht eindeutig waren. Ja, letztendlich war es ist also nicht der Regelfall, dass die Tiere getestet nach Deutschland kommen. Deswegen macht es hier auf jeden Fall nochmal selbst. Das wollte ich damit sagen. Und dann Impfungen. Die Hunde sollten gegen Staupe, Hepatitis, Parvovirose, Leptospirose, Tollwut und Zwingerhusten geimpft sein. Es gibt halt in Deutschland keine Impfpflicht, aber ich glaube, ich kann es nicht definitiv sagen, aber ich glaube, dass die Hunde einfach diese Impfung haben müssen, um nach Deutschland geflogen zu werden. Ich weiß nicht, kann sein, dass die Airline zum Beispiel auch da gucken, dass der Hund wenigstens Tollwut geimpft ist oder so. Es gibt ja keine Impfpflicht in Deutschland. Ich weiß halt nicht, wie es mit dem Ausland und den Fluggesellschaften genau aussieht tatsächlich. Aber in der Regel solltet ihr auf jeden Fall darauf achten. Oder ist das zumindest der Standard, ne? Und alle Hunde müssen einen Transponder, also eine Kennzeichnung, also so einen Chip, den findet ihr meistens im Nacken, tragen, damit es eine eindeutige Zuordnung auch zu den Unterlagen gewährleistet. Das könnt ihr dann halt auch nutzen, um den Hund bei Tasso zu registrieren, damit der Hund einfach zugeordnet werden kann, wenn er dann mal irgendwie wegläuft. Dann hat man halt so einen Chip-Reader sozusagen, so ein elektronisches Gerät, wie so ein Scanner, was man dann halt über den Hals des Hundes fährt und der erkennt dann den Transponder, kann halt die Chipnummer auslesen und dann kannst du es halt besser zuordnen. Und das ist halt super wichtig. Deswegen würde ich auch den Hund bei Tasso registrieren. Ja. Genau. Achso, nee, ich habe noch was zu erzählen. Du bist noch nicht fertig. Wo wird der Welpe verkauft, beziehungsweise wo findet die Abgabe des Hundes statt? Also klärt das genau ab. Normalerweise holt man den Hund im Tierheim ab oder natürlich bei dem Züchter. Und wenn er aus dem Tierschutz kommt, dann ist es häufig so, dass der Hund entweder, wenn er geflogen werden muss, dann bringt den ein Flugpate mit, das habe ich damals auch gemacht und dann wird der Hund entweder am Flughafen direkt in die neue Familie übergeben oder ganz häufig ist es auch so, dass er erst hier in eine Pflegefamilie kommt und dann irgendwann halt von hier nochmal weitervermittelt wird. Dann werden halt nochmal Unterschriften ausgetauscht und ein paar Verträge und so weiter. Es ist aber alles noch überschaubar, also das wäre so der Standardablauf. Und das war es, glaube ich, zu der Abgabe. Mhm. Also es gibt noch so ein paar Dinge dazu zu beachten. Da gehen wir jetzt gleich nochmal drauf ein. Aber Lisi hat erst noch einen anderen Punkt. Genau, und zwar, wenn es endlich soweit ist, der Hund darf bei euch einziehen, dann könnt ihr ihn natürlich auch optimal unterstützen, damit er bestmöglichst bei euch in seinem neuen Forever Home ankommen kann.
Wir würden euch empfehlen, wirklich mindestens 2 bis 3 Wochen das Futter vom Züchter zu füttern oder auch mal nachzufragen im Tierheim oder bei der Tierschutzorganisation, was hat der Hund an Futter bekommen. Denn eine Futterumstellung, man mag es kaum glauben, das ist schon eine große Sache für den Hund und auch völlig neu. Vor allem bedeutet es sozusagen zusätzlich wieder Stress, weil der Darm sich wieder auf etwas anderes einstellen muss. Und die Umstellung von Futter kann wirklich bis zu 4 bis 8 Wochen dauern, bis der Hund sich an neues Fressen gewöhnt hat. Deshalb erstmal den Hund ankommen lassen, sein gewohntes Futter beibehalten. Genau. Dann hab mindestens, wenn möglich, 3 bis 4 Wochen Urlaub, um einfach die Ankommenszeit zu genießen, Zeit für den Welpen zu haben, euch kennenzulernen und ja, einfach da den Grundstein schon mal für den weiteren Verlauf eures Lebens zu schaffen. Und damit ihm, also dem Welpen, der Abschied von seiner Mama, wenn ihr jetzt aus der Zucht gekauft habt, und von seinen Geschwistern leichter fällt, kannst du ihn mit Bachblüten unterstützen. Wenn du aber auch einen Hund aus dem Tierschutz oder aus dem Tierheim hast, auch da zum Beispiel entweder hat der Hund eine schwere Vergangenheit oder die Vergangenheit ist ungewiss, auch da kannst du den Hund mit Bachblüten unterstützen, damit einfach diese manifestierten Blockaden, die entstanden sind, der Hund einfach der Welpe loslassen kann und einfach ganz in seinem Leben jetzt, im Hier und Jetzt, in seiner Gegenwart ankommen kann. Was einige Züchter auch gerne mal machen, was ich total schön finde, ist halt so ein Willkommenspaket zu packen. Da wird dann halt erstmal das Futter, was der Welpe halt vor Ort bekommen hat, mit zugepackt. Genau. Manche packen halt auch noch irgendwie das Lieblingsspielzeug oder halt irgendwas, was so den Geruch der Wurfkiste oder der Mutter halt irgendwie hat, noch mit dazu, damit der Welpe einfach einen vertrauten Geruch am Anfang hat. Und vielleicht noch so eine Welpenfibel oder ne, Kontaktadresse nochmal und sowas weiß ich. Also das ist halt auch ganz nett, wenn ein Züchter da auch noch darüber hinaus quasi unterstützt und halt danach auch noch als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Absolut. Genau. Also das hat Sami auch bekommen. Das war total süß. Der hat sogar noch von seinem Papi dann ein Halsband bekommen. Schön. Wo jeder Welpe einfach noch so ein Halsband mit seinen Farben so gekriegt hat. Und eine Karte sogar, daran kann ich mich noch erinnern, der Papa-Hund hat sozusagen eine Karte geschrieben und hat den Welpen alles Gute gewünscht. Und da war der Pfotenabdruck vom Papa noch drin. Also die haben sich echt Mühe gegeben. Da sieht man halt einfach, dass sie mit Herz dabei sind. Ne? Total. Sehr schön. Und so fällt dem Hund einfach der Abschied auch leichter und die Ankunft in sein neues Zuhause leichter. Genau. Zum Schluss möchten wir, was wir jetzt mehrfach angedeutet haben in dieser Folge, darauf eingehen, wie unseriöse Händler oder Wühltischwelpenhändler nennt man sie auch, erkennen könnt. Und zwar handeln diese Händler, in Anführungsstrichen Händler, meist mit Preisen, also Welpenpreisen von unter 600 Euro oder teilweise viel günstiger noch, wie 300 Euro oder so. Das sollte euch auf jeden Fall aufhorchen lassen, wenn ihr sowas hört. Die Hunde sehen auch nicht gesund aus, die haben häufig einen aufgeblähten Bauch, sind nicht wirklich aktiv oder lethargisch. Ein aufgeblähter Bauch deutet zum Beispiel immer auf einen hohen Wurmbefall hin, was überhaupt nicht gut ist für den Welpen und nicht so gesund ist, wenn der Hund voller Würmer ist. Ich weiß noch, als oder so verklebte Augen. Ja, weißt du? Das sieht man auch häufig. Ich weiß noch, als wir auf Korfu eine Mutterhündin mit ihren Welpen gerettet hatten, die hatten so dicke Bäuche, das war so furchtbar, dann haben wir die entwurmt und am nächsten Tag war der ganze Boden voller Spaghettis, der ganze Boden, das ist nicht übertrieben, die konnten gar nicht mehr laufen, ohne in irgendwelche Würmer zu treten und ich dachte mir, das war in diesen kleinen Babywelpen drin, wie furchtbar. Also das ist überhaupt kein guter Hygienestandard und spricht dafür, dass sich um den Welpen gesundheitlich einfach auch nicht gekümmert wird. Denn klar können die Welpen Würmer bekommen. Ich glaube halt auch, wie sie über die Muttermilch oder kann das ja irgendwie auch mitgegeben werden. Deswegen ist es Standard, dass Welpen entwurmt werden, um einfach alle zu schützen. Und das spricht einfach dafür, dass die medizinisch nicht behandelt werden. Die Händler stellen auch in der Regel keine Frage und interessieren sich auch nicht, in welcher Familie der Welpe irgendwie unterkommt und können auch einfach keine, du siehst die Mutterhündin bei solchen Leuten zu Hause auch ganz oft nicht oder die Elterntiere, sind einfach nur die Welpen da, auch das habe ich schon gehört. Was man halt auch sieht, sind halt Leute, die
auf Autobahnraststätten oder so in ihrem Kofferraum halt die Welpen dann verkaufen und lassen sich die verrücktesten Geschichten dazu einfallen, wie die haben den Welpen irgendwo gefunden oder keine Ahnung, irgendwelche dramatischen Geschichten und deswegen ja verkaufen die so günstig, weil es dann irgendwie so eine kleine Abnahmegebühr dafür, dass die sich jetzt gekümmert haben. Oftmals wollen die Händler das dann halt auch im Voraus bezahlt haben. Macht sowas nie. Bei einer Zucht fällt zwar eine Anzahlung an, aber den Betrag bezahlt man in der Regel bei der Abholung dann vor Ort. Ja, und unseriöse Züchter, Händler verkaufen dann auf Parkplätzen, auf Märkten, dreckigen Höfen. Wie gesagt, manchmal merkt man halt auch, dass diese Menschen überhaupt keinen Bezug zu den Tieren haben oder überhaupt nicht affin sind, mit Hunden umzugehen. Das sind dann vielleicht Leute, denen die Welpen gebracht werden und die Leute sind dann dafür zuständig, die Welpen zu verkaufen oder so. Also seid da einfach ganz, ganz vorsichtig. Ich bin mir sicher, wenn du bei Positive Life gelandet bist, dann wird dir das definitiv nicht passieren. Da bin ich mir zu 100% sicher. Aber einfach mal, dass du es gehört hast, dass es solche Menschen gibt, dass es solche Hunde gibt, die einfach nur als Vermehrer dienen oder von also aus einer Zucht. Ja, oder diesen Puppy Mills gibt es ja in den USA. Das sind ganze Zuchtstationen, wo die Hunde einfach unfassbar krank sind. Die haben teilweise, da wird einfach nur noch mit denen weitergezüchtet, egal ob die gesund sind, ob die gesund aussehen. Boah, die Gelenke liegen einfach, die Knochen liegen nicht mehr in den Gelenken. Die können nicht mehr atmen. Also das ist so ein großer Leidensdruck. Ich könnte jetzt hier noch ewig darüber sprechen, aber warum das auch so schlimm ist und warum man sowas nie und in keinster Weise unterstützen sollte, wenn man es mit der Liebe zu seinem Tier und auch zu anderen Tieren oder Tieren generell ernst meint. Dazu haben wir mal eine ausführliche Folge vom Pet Talks, dem Deine Tierwelt-Podcast, gesprochen. In der Folge davon, das war, glaube ich, Nummer 5, der sichere Welpenkauf. Also wenn ihr da in die Thematik noch ein bisschen weiter einsteigen möchtet, dann hört in diese Folge super gerne nochmal rein. Das würde sonst hier einfach noch den Rahmen sprengen. Aber einfach, dass du es mal gehört hast, weiß, es gibt sowas und da achtsam bist. Und ja, ich denke, dein Bauchgefühl wird dich da aber auch gut leiten, dass das irgendwie nicht richtig sein kann. Und dann niemals Hunde aus Mitleid kaufen. In diesem Zusammenhang. So schwer, wie es einem fällt. Aber das ist wirklich so. Man schafft halt einfach Platz für eine neue Welpenproduktion. Ja. Das ist halt so die Geschichte dahinter. Aber wie gesagt, hört in die Folge gerne mal rein. Und ansonsten möchte ich eigentlich diese Folge jetzt möglichst positiv beenden und nicht irgendwie mit solchen Trauergeschichten. Deshalb, Lisi, ich übergebe dir das Wort wieder. Genau. Tausend Dank, dass du das nochmal am Ende auf jeden Fall erzählt hast. Aber wie du schon gesagt hast, die Leute, die Positive Life anhören, die wissen das bestimmt bereits schon und haben jetzt einfach auch einen guten Leitfaden, beziehungsweise fühlen sich einfach noch ein Stück weit, hoffe ich zumindest, sicherer, wenn es jetzt daran geht, einen Welpen zu adoptieren. Es war eine mega coole Folge, voller Infos. Wir hoffen natürlich, euch raucht der Kopf jetzt nicht allzu sehr und dass ihr euch schön fleißig Notizen gemacht habt. Und genau, also das alles, was wir gerade erzählt haben, das unterstützt euch natürlich nicht nur bei einem Kauf eines Welpen, sondern natürlich auch, wenn ihr einen Zweithund in euer Leben holt, wenn ihr einen Hund holt, der einen Vorbesitzer hattet, der einfach schon erwachsen ist. Natürlich solltet ihr dann auch darauf achten, woher kommt der Hund und wie ist der Gesundheitszustand. Eben, genau. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und dass ihr ganz, ganz viel für euch mitnehmen konntet und dass sie euch Aufschluss darüber gibt, wo ihr oder worauf ihr beim Welpenkauf, beim Hundekauf achten solltet. Seid unbedingt bei der nächsten und letzten Folge dieser Reihe mit dabei, denn nächste Woche sprechen wir darüber, worauf man achten soll, wenn der Hund, egal ob Welpe, Erwachsene oder Senior, dann bei dir eingezogen ist. Und da freuen wir uns auch schon so, so sehr darauf und kannst kaum erwarten, wenn du da dabei bist. Also wenn du das teilen möchtest, lass uns gerne daran teilhaben auf Instagram und markiert uns da einfach mit @positivelifecoaching oder taggt uns da gerne in euren Stories, teilt da gerne eure Fotos auch von euch und euren Welpen, von euren Hundebabys, wenn ihr einbekommt. Ja, bitte. Oder wenn ihr gerade, wenn gerade einfach ein neuer Hund auch bei euch eingezogen ist, das muss ja gar nicht unbedingt ein Welpe sein, da freuen wir uns sehr drüber und freuen uns da sehr für euch mit und ja, Welpen sind halt einfach zuckersüß und wenn du jetzt neu hier bist und dir unsere Podcast-Folgen weiterhelfen, dann würden wir uns riesig darüber freuen, wenn du uns eine positive Rezension hier auf iTunes hinterlässt. Wir lesen wirklich jede einzelne Bewertung und es gibt uns jedes Mal so viel, wenn wir eure Nachrichten dazu lesen und sehen oder hören, wie der Podcast euch bereits weitergeholfen hat und teilweise ganze Menschen Bindung und dadurch ganze Leben einfach verändern konnte.
Also an dieser Stelle auch nochmal von Herzen danke an alle, die bereits eine Bewertung auf iTunes dagelassen haben, uns so fleißig folgen und so fleißig zuhören. Und ja, vielen, vielen Dank dafür. Und wir hoffen natürlich, dass ihr dann auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid, wenn es in die vierte und letzte Folge dieser Reihe geht. Und bis dahin hoffen wir, dass ihr den wundervollen Tag, die wundervolle Woche bestmöglich genießen könnt, dass uns die Sonne auch weiterhin so scheinend begleitet und lasst es euch bis dahin gut gehen. Genießt die Zeit, viel, viel Zeit im Moment miteinander und bleibt vor allem gesund. Und ja, wir freuen uns dann auf nächste Woche. Stay positive, deine Kiki. Und deine Lisa.